Elgor ist weggetrieben worden und klammert sich jetzt an dem Ding fest, oder? Korrekt. Ja gut, besser als nichts. Ich lasse die anderen erstmal machen und stemme meinen Stab in den Boden, um ein mögliches Wegrutschen in Richtung Abgrund zu verhindern. Okay. Also ich versuche den so ein bisschen reinzubohren. Ja, ist okay. Wie gesagt, das ist viel Bleichsand hier dann jetzt. An der Klippe findest du vielleicht auch bestimmt so den einen oder anderen Spalt, wo man sich dann reindrücken könnte. Vito. Ja, wir greifen an, mit Speer voran. Mit Speer? Auf das Ei oder wie? Auf das Ei. Auf das Ei. Dann bitte. Schwimmprobe nehme ich an. Mach erstmal eine Schwimmprobe, genau. Ja, da, da. Das ist gelungen. Wäre plus 8 gelungen. Plus 8 habe ich sogar gesehen, alles klar. Du schwimmst auf das Ei zu und siehst, wie es anfängt zu schreien. Du drehst dich nur kurz um und siehst, wie goldener Saft aus diesem Ei herausläuft, als eine Bruchstelle, ein Arm, ein Bein herausgerissen wurde und es eben in den Händen des Borniev Borns gelegt, der dann eben nicht nur mit Bären ringt, sondern auch mit Plagenbringern, Goldmorgentaranteln. Und Mahitamim-Keimling. Oh, da! Gut. Ihr könnt erkennen, wie jetzt aus einem kleinen Riss durch den Schreier weckt, einige Kreaturen auf euch zuschwimmen. Drei Stück an der Zahl. Muränen. Aber pervertiert. Mit Armen, Beinen und riesigen Mündern. Und sie halten Speeren in ihrer Händen. Kampfrunde 1. Initiative. Die Muränenkrieger. Ich finde die Initiative hat einen Q2 NSC. Oh, weiß ich nicht, 10? Wahrscheinlich jetzt, sagen wir 13. Warte mal, müsste doch 10, ist doch eingetragen. Einfach auf Kampf, Waffen. Oh, ich habe hier Dinge eingetragen, du hast recht. Ja, ja. Okay. Gott, bin ich schlecht. Sie haben nur eine Initiative von 17. Ich bin bei 11, also. So, wir haben auch ein Initiativebrett. Das ziehe ich uns mal nach unten. Das ist also der gute alte DSA-Kampf. 5 Charaktere gegen 3 Tiere. Und die Charaktere verlieren. Das sind keine Tiere, das sind kulturschaffende Wesen. Muräne? Die Muränenkrieger jetzt, ja. So, dann ziehe ich uns das mal daneben. Achtung, Maßstab von der Karte 1 zu 100. Also die Spalte ist halt nicht 0,4 Meter breit, sondern 40 Meter breit. Aber die tauchen eben vor euch auf. Also, sind irgendwie Entfernung, ich sag einfach mal 10 Meter. Gut, dann fangen wir an bei der Elf, Elgor Jolen. Und zwar, ich hänge ja schon an diesem Dings dran. Ich möchte mir mein Dolch in die Zähne klemmen und mich einfach an diesem Arm entlang zur Mitte des Keims hangeln. Körperbeherrschungsprobe. Oder klettern? Athletik, oder? Ja, klettern. Oder ist doch egal, ich würfel alles auf dasselbe. Ja, okay, du hast recht. Du hast recht. Es ist gelungen. Sogar mit allen Punkten über. Ja, dann kletterst du dich tatsächlich in dieser Kampfrunde bis zum Kern des Eis und kannst dort gemeinsam mit, warte mal, ich muss gerade mal schauen, Elgo ist am Kern, Nessa steht ein bisschen weiter oben, Borniev steht bei Nessa, Vito steht am Ei und... Wer fehlt? Piotr. Piotr ist auch bei Borniev. Gut. Dann 11 durch. 14. Borniev. Ja, Borniev wollte den Arm, den er gerade hat, dem Elgor hinstrecken. Ich glaube, macht er dennoch, damit er schnell in diesen komischen Schild von Nessa kommen kann. Und damit er sich da ein bisschen ranhangeln kann. Und wenn er sich daran festhält, zieht er ihn dann in den Schild hinein. Hier, Elgor, nimm den Arm. Okay. Ja. Elgor, nimm den Arm. Willst du da mit eine Probe würfeln oder so? Mit der zweiten Aktion würde ich mich orientieren, um die Muränenkrieger, die gerade rauskommen, zu sehen. Stopp, ja. Ich verstehe nicht, was er tut. Kannst du mir nochmal erklären, was du hier vorhast? Ich habe den Arm des Keimlings rausgerissen und reiche dir den, damit ich dich mit einem Zug schnell zu uns ziehen kann, damit du in diesen eigenartigen Schild von Nessa hineinkommen kannst. Aber da will ich doch gar nicht hin. Ja gut, aber das tut dann trotzdem nicht. Okay, ja gut, okay, aber jetzt verstehe ich. Alles klar, danke. Ja. Das will ich tun, du musst ihn ja nicht annehmen. Echte Helden halt. Kommunikationsprobleme unter Wasser. Zweite Aktion von Borniev.
Ah ja, Orientierung, um die Muren zu sehen, Krieger zu sehen, die Rastung. Hast du Aufmerksamkeit mit dem Charakter? Aufmerksamkeit hätte ich natürlich mitnehmen müssen, habe ich nicht, deswegen wird es eine Intuitionsprobe. Ja. Oh, das zwei Runden. Ja, stimmt. Zwei Aktionen. Dann bin ich erste Aktion für nächste Kampfrunde noch beschäftigt und würfel eine Intuition. Gut. Nessa, was willst du tun? Schaut gerade nicht so gut aus. Nessa fängt einen Fulminictus auf das... Naja, auf den Keimling an. Auf den Keimling, ja. Nicht auf die Krieger. Genau, auf den Keimling, weil der ist das Ziel und wenn der tot ist, können wir abhauen. Ja, sehr gut. Gute Überlegung. Vito. Wie lange dauert der Fulminictus? 4? 2. 2. Gut, dann kannst du ihn jetzt auch verfolgen. Gut, wird machen gemacht. Beide Aktionen. Die Moränenkrieger ziehen nicht vor. Korrektur, natürlich habe ich Aufmerksamkeit. Musst du nochmal nachschauen. Gut. Also, ich bin nächste Kampfrunde wieder voll einsatzbereit. Fulminictus Donnerkeil, ist der gegen die MR gewirkt? Nein, sonst wäre der Zauber nutzlos. Okay. Wie viele ASP willst du reinsetzen? Das kann ich mir nicht aussuchen. Das ist das Fiese am Fulminictus. Und zwar ist es plus 2W6. Ja, okay. Das sind die 2W6. Dann machst du 7, ne? 7 plus 7, also 14. Dann schießt ein Strahl aus unsichtbarer Kraft. Wasser wird in die Richtung gedrängt und 7 Schadenspunkte gegen den Keimlingkern. Du bist dir sicher, es hat funktioniert? Schaden kannst du nicht erkennen. Vito. Ja, hat mein Speer letztes Mal irgendwas gebracht oder noch nicht? Auf den Keimling. Speer, du bist ja erstmal noch angeschwommen. Ne? Ah, okay. Ja, wie weit sind die Moränen von mir weg? Wie gesagt, die Map ist 1 zu 100. Die sind jetzt irgendwo 5 Meter vor dir aufgetaucht, aus dem Spalt heraus. Ja. Also der Maßstab stimmt jetzt hier von den Atokens nicht. Das ist jetzt einfach nur so. Ja, alles gut. Grobenorientierung. Ja, ich habe Unterwasserkampferschwernisse, korrekt? Ja. Weil ich keinen Unterwasserkampf habe. Dementsprechend greife ich das Ei an, weil das ist wenigstens... Das kann ich vielleicht treffen. Das Ei ist auch unbewegt, ja. Bei die anderen werde ich safe nicht treffen. Gut, dann Speer minus 2. Ja, plus 8, glaube ich, für Unterwasserkampf. Nee, ich glaube plus 6 und eine Erleichterung. Und eine Erleichterung von 8 durch unbewegt zurzeit. Also insgesamt eine minus 2. Könnte ich echt treffen. Die war auch nötig. War nötig, dann Schaden. Mit einem Fischerspeer. 8 Punkte. Ist keine. Doch, ist eine profane Waffe, ne? Ja, natürlich. Dann ziehen wir die profane Waffe. Ist keine, also ist eine Stichwaffe, aber ist trotzdem profan. Ist einfach nur 4 TP, die dann gegen den Rüstungsschutz von 4 prallen. Passiert nichts. Bornier hat sich orientiert. Die Moränenkrieger sind dran. Und die schwimmen zu. Auf. Vito, Elgor, genau. 1, 2, 3. 2 auf Vito und 1 auf Elgor. Elgor sieht gerade nicht so bewegungsfähig aus, weil er sich erstmal durch die fahrgelige Schwimmprobe nicht richtig... hat ein paar Probleme. Ich würfel 3 Attacken. 2 Treffen, das sind die beiden für Vito. Ja, ich kann ja noch einmal parieren, aber ich habe eine 6 Erschwernis, richtig? Wegen Unterwasserkampf. Korrekt. Das habe ich leider nicht geschafft. Dann machen sie einmal 3 sind 9 TP an dir und einmal 6 TP. Wir rechnen. 9 müssten sind eine Wunde. Ja. Ich gebe mir mal eben eine Zone. Bildarm. Versuchst zu parieren und dein Speer kriegst du nicht mehr ganz ran, aber es ist ein scharfer, ekelhafter Schmerz. Du merkst, wie rote, warme Flüssigkeit aus deinem Arm austritt. Dann bin ich kampfunfähig. Du bist kampfunfähig und lässt deinen Speer sinken. Da. Gut. Dann, Piotr. Ich rufe Borniv zu. Borniv, kümmere dich um Goldenei. Ich helfe. Und würde mal eine starke Schwimmbewegung Richtung dieser Moränen machen und probieren, sie anzugreifen. Erstmal schnell eine Schwimmprobe von dich, oder? Oder?
Ja, mach mal eine Schwimmprobe, ja. Das sind 5 Punkte. Das soll gelingen, damit du dann an die Moräne herankommst. Sie haben ja Speere. Muss ich da um die Distanzklassen? Ich habe keine ohne Distanzklassen gerade. Dann würde ich auch einen Wuchtschlag ansetzen, plus 3 für für den Dolch. Vor allem kannst du die Distanzklasse auch gerade aussuchen, weil sie nicht im Kampf mit dir sind, sondern gerade mit Elgar. Kannst du einfach von über ihnen heranschwimmen. Ja, sie sind geschwommen, sie parieren nicht. Du kannst Schaden machen. Mit dem schweren Dolch. Oh, was? Nee, das war der Säbel. Was du mit dem Dolch zugeschlagen hast. Sorry. Wahrscheinlich plus 1 oder sowas, ne? Plus 1 oder plus 2? Plus 2. 7. Werde ich mir notieren. Dein Dolch dringt in das süße Fleisch von ihnen ein. Du kannst noch einmal drehen und es gibt da ein Kreischen dieses Moränenkopfes, der dann zu dir herumschwenkt. Nächste Kampfrunde. Elgor, 11. Ich rufe Borniew zu, halt die Frau fest! Gib ihm eine Sekunde, damit er sie packen kann und dann ziehe ich ihn mit dem Arm heran. Denn ziehbare Dinge funktionieren in beide Richtungen. Ja, das ist richtig. Und im Gegensatz zu mir ist er nicht an irgendwas festgemacht, denn ich hänge ja noch, ich kann mich ja noch mit beiden Beinen und einem Arm an dem Arm, an dem ich hänge, festhalten. Also ja, wenn er jetzt an mir zieht, kommt er einfach nur näher an mich ran. Nässe hat er sich zumindest mit ihren Füßen verkeilen, Borniew nicht. Du ziehst. Idealerweise bringt er sie mit, aber dafür müsste er jetzt vorziehen. Das ist Nessas Problem. Naja, er könnte. Nee, ich kann ja vorziehen und Nessa dann packen. Ah, okay. Das wird so heldenhaft. du ziehst vor. Würfel mal eine Raufenprobe. Ich erleichtere sie dir um 3 Punkte, weil Nessa ein ahnungsloses Ziel ist. Ja, ich gebe dir eine Ringenprobe, denn ich lege meinen Arm um sie. Und ich bin ein Ringenkämpfer. Ja, das ist okay. Du packst sie. Ja, also lege ich meine Hand über ihr, wahrscheinlich um ihre Taille, nicht um ihren Hals. Und Elgo von dir. Das will ich dir auch geraten haben. Dann Elgo von dir die Körperkraftprobe. Körperkraft sogar, damn, okay. Das ist nicht geschafft. Der halbe Weg wird gemacht. Es fehlt noch ein kleines Stück, 2 Meter. Aber die Schildkuppel vom Guardianum ist greifbar. Und Nessa spürt auch schon merklich so einen ersten Widerstand von dem Ei, die Kuppel, die dort gegenstößt. Weiter geht es auch nicht. Dann, Elgor ist durch. Waren das beide Aktionen oder habe ich noch Zeit, mich umzusehen? Was willst du noch tun? Wie ist das, vielleicht hast du es schon beschrieben und ich habe es nicht bekommen, aber wie ist das Ei im Boden festgemacht? Sieht man das irgendwie? Wächst das da rein? Hat das Wurzeln? Das wächst da rein, ja. Die Beine sind so ein bisschen die Wurzeln, so wie so eine Seeschlange, eingetaucht, aufgetaucht, eingetaucht. Und wieder aufgetaucht aus diesem Bleichsand und das ist da ja eingegraben schon so ein bisschen. Es liegt halt mindestens zur Hälfte bedeckt in diesem Sand. Okay. Gut, danke. Gut, dann Nessa. Piotr ist kampfunfähig. Wo befindet der sich? Der sitzt auf dem Ei und wird jetzt von mindestens 2 Moränenkriegern angegriffen. Zumindest nicht Piotr Borniew, oder? Vito war das eben, Entschuldigung. Vito, Entschuldigung. Okay. Dann möchte ich die Moränen blitzen. Also die Moränenkrieger. Ja, okay. Die 2 Ziele, 3 Ziele? 2 Ziele. Gut. Ich intoniere schon mal für Frosty. Widerlich. Was ist die höchste MR? 3. Okay, da es 3 sind, kommen wir auf 5. Ja. MR plus 1 für jeden. Ja, für jeden. Also 3 plus 6. Okay, genau, dann das war jetzt auch eben die Überlegung, die ich hatte. Okay, dann plus 6. Und. Ach ja. Ich habe eine Erleichterung, also eine TS gekauft für mehrere Ziele, also noch plus 4. Die Talentspezialisierung, ja. Und denk an die minus 3 Erleichterungen, die du auf deinen nächsten Proben hast, durch den Tempel. Stimmt. Okay, dann ist es nur noch eine plus 1. Effert es mit dir. Ein heller Blitz, der durch den Gedanken der Moränen streift. Dann sind sie blind. Das Ei schreit, die Moränen schreien.
Alles ist laut. Nach Nessa ist Vito. Vito ist kampfunfähig. Ich bin sehr kampfunfähig und schwimme auf der Stelle. Borenjev. Treibst du nicht eher auf den Abgrund zu? Vermutlich schon. Vermutlich schon. Guter Borenjev. Punkt. Borenjev lässt den Arm um Nessa los und will sich den nächsten Arm dieser Ungetüms packen, um den rauszureißen. Diesmal ohne Kraftschub, zumindest probiere ich's. Ich koste das Ausdauerpunkte, oder? Ich koste das Erschöpfungspunkte, das ist viel schlimmer. Mhm. Und ich habe die bereits vom ersten ausgewürfelt. Ich bin auf 6 Erschöpfungspunkte, noch weitere 8 und ich bin auf meiner Konstitution angekommen. Und dann kriege ich Erschwernisse. Mhm. Genau. So, deswegen probiere ich es einfach so. Vielleicht schaffe ich es auch so mit Chirac. Und packe mir den Arm des Setzlings. Und ziehe. Ja, den Arm der Muräne. Ich bekomme ebenfalls im Raufen eine 6er Erschwernis. Dann kommt es auch ebenfalls auf eine 2er Erleichterung raus, wegen unbeweglich. Oder kriege ich eine Erschwernis, weil ich den Arm gezielt angreife? Nö, ist okay. Bei den 6 Punkten, da muss ich das nicht diskutieren. Ist okay, reicht. Du ziehst, ja. Ich muss gerade gucken, blitzig finde. Wie viel sinkt die Initiative der Muränen ab? ZFW, glaube ich. Ja, also 14. Wow. 3. Nee, 14 ein, plus 2. Sie hat die Spezialisierung für mehrere Ziele. Das steigert ihren ZFW. Ach, ist sie da nicht mit drin? Okay. Also auf 1. Ja, dann sinken die alle auf 1. Och, komm schon. Geht da nicht einer mehr? Krass. Ja, nächstes Mal für den Abenteuerpunkt, falls ihr überlebt. Dann sind die Moränenkrieger auf alle Fälle dran und müssen agieren. Ich habe aber dann im Prinzip sogar noch beide Aktionen, nicht nur eine. Ja, leider. Und denk trotzdem an die Erschwernisse. Ja, natürlich. Ich kann jetzt ich werde Borenjev Bornski angreifen, Elgor und Piotr. Und zwar jeder ein. Schauen wir mal. Die 3 würde treffen. Das wäre dann wohl ich. Tun wir so, als hätte ich 3 Punkte Rüstung? Irgendwie Lederstuff? Kriegen die nicht auch durch den Z, den letztlich für den Abzieher auf die Attacke? Deswegen ja, die 3. Mit der 3 treffe ich nämlich definitiv deswegen trotzdem. Die 3. Ich hätte 6 TP an dir gemacht. Okay, also nehme ich mal 3. Rüstungsschutz kannst du ja nehmen. Und sagen wir, ich habe 30 Lebenspunkte, also jetzt noch 27. Genau. Das ist keine Wunde, kein Problem. Das waren die Moränenkrieger. 16, 17, Piotr ist dran. Ich würde umwandeln, muss ich vorher ansagen, habe Aufmerksamkeit und würde 2 Attacken gegen die Muräne vor mir schlagen, gegen den Dolch. Gut. Erster, anders normale Attacken. Ich habe sogar noch eine Verteidigung, ne? Würfel ich sogar mal. 6. Du hast aber die andere Distanzklasse, ne? Ja, dann würde ich dir sogar mit der Distanzklasse treffen, also können sie sogar nicht parieren. Kannst du Schaden machen? Zweimal. Also warte, nee, der schwere Dolch, die 11 ist nicht getroffen, weil du umwandelst. Das ist eine plus 4. Okay, gut, dann einmal. Nur dann einmal die 8. Schaden. Okay. Und dann nächste Kampfrunde. Die 1. Die Moränenkrieger greifen dreimal an, dreimal parieren. Wieder Borenjev, Vito und Piotr. Ja, ich zieh vor. Ich will auf jeden Fall einmal an meinem Arm gezogen haben, bevor die mich auf mich zielen. Eine Aktion, es hat eben nicht geklappt, deswegen noch einmal Kräfteschub. Und ich murmel vor mich, wie du es mir gezeigt hast, Katyusha. Das sind 1 Punkt zusätzliche Körperkraft, das ist natürlich super. Und 5 Punkte Erschöpfung. Dann lege ich aber, da ich auf die effektive 20 würfel, noch 5 Punkte rein in meinen Ringenangriff. Um zusätzlichen TP anzurichten. Und wahrscheinlich, weil ich nicht loslasse, sondern immer weiter ziehe, deckt sich das mit den vorherigen Schaden. Oder was würdest du sagen? Das ist dann der Ringangriff, ne? Genau, der Ringangriff. Das macht so. Ja so einen Quatsch. 14 ist das? Ja, stimmt, das ist gelungen, weil ich plus 5 angesagt habe, aber ich habe die minus 2 nicht eingetragen, die ich kriegen würde. Woher die minus 2? Weil unbewegliches Ziel minus 8 und plus 6 Unterwasserkampf. Ja, na gut. Kriegt der Ring überhaupt Unterwasserkampf-Erschwernisse? Ja, doch, oder?
Wüsste nicht, warum nicht. Also ich habe die Regeln nicht... Also Moränenkrieger sind aquatische Lebewesen, deswegen die nicht. Die nicht, wir haben... Aber Ringen war unter Wasser irgendwie gut. Richtig, ich meine auch, dass Ringen unter Wasser irgendwie gut wäre. Ich habe die Regeln mal gelesen, ich glaube, Ringen wäre unter Wasser irgendwie besonders gut geeignet. Ja, nee, so ist völlig okay. Weil ich meine, sobald du jemanden einmal gepackt hast, ist das Wasser ja nicht mehr im Weg. Ja, ist richtig, immer nur 8. Gut. Okay, merke ich mir fürs nächste Mal. Du kannst, wie ein Krokodil, kannst du dich mit deinen Armen an dem Schultergelenk abstemmen. Du ziehst und drehst dich dabei und dann gibt es dann Kugeln und plötzlich hast du nur noch den Arm in der Hand. Nächste Kampfrunde, noch nicht. Boronski, Vito, raus, Piotr. Nein, wir waren gerade bei 1. Das heißt, jetzt ich erstmal dran. Genau, ich habe vorgezogen. Entschuldigung. Die Moränenkrieger. Ich nehme gerade mal den ersten, den ich gewürfelt hatte. Warte mal, der von dir, ne? Der hätte getroffen. Da habe ich nämlich die 5 gewürfelt. Den ignoriere ich jetzt einfach gerade mal. Der ist kampfunfähig. Der Zustand. Das wäre auf mich gewesen. Wunde. Dann, der von Elgo hat nicht getroffen, aber der von Piotr hat er getroffen. Ich bin gar nicht angegriffen worden. Doch. Du hattest mich nicht angesagt. Doch. Das sind 3 Krieger und Bornjev. Ja klar, aber du hast gesagt Bornjev, Elgo, Piotr und Vito. Nee, Vito ist kampfunfähig, den greife ich jetzt gerade nicht an. Okay, ich hätte mich schon gewundert. Ich darf mich ja schon verteidigen, oder? Du darfst dich verteidigen, ja, aber sie würden 6 TP machen. 20. Wow. 20. Wow, okay. Ist das Ende von Piotr? Nahkampfpanzer. 20? Sturz. Du kannst unter Wasser nicht stürzen. aber er versucht echt hart. Er dreht sich versehentlich mit dem Kopf nach unten. Ja, du drehst dich mit dem Kopf. Oh, das ist auch fies. Du drehst dich mit dem Kopf nach unten. Der Strudel erfasst dich wieder. Ein chaotischer Zug von Charybdrot. Und plötzlich bist du auf der anderen Seite. Und. Ich muss gerade mal schauen, wer warst du? Piotr. Merkst, wie Bahamut mit seinem Sog nach dir greift. Kann ich mich drüben mit Schwimmen dagegen erwehren? Nicht ich mit der Doppel 20. In der nächsten Kampfrunde können wir darüber reden. Alles klar, gut. Und du bekommst 6 TP von dem Moränenkrieger. Ey, groß. Wohin? Soll ich auswürfeln? Würfel du raus, ja. Trefferzone. Schade. Doppel 20, Triple 20 wäre auch ganz gut. Elgor, du darfst. Ich rufe den anderen zu, helft mir und fang an, das Ding auszugraben. Es muss hier weg und ob es tot ist, ist uns ja egal. Und sobald es nicht mehr im Boden hängt, sollte es ja auf den Strudel zugreifen, ist meine Idee gerade. Ja. Oder ist das wirklich so riesig, dass wir das realistischerweise nicht hier rausgebügelt kriegen? Es ist halt 2 Meter groß. Unter Wasser wiegt das vielleicht auch gar nicht so viel. Ne? Unter Wasser sind die richtig. Also entsprechend würde ich versuchen, erstmal an der Basis des Eis, denke ich, da anfangen, den Sand wegzuschieben. Vor allem besteht mit das auch aus Unholz. Ne? Die sind ja sowieso dann unter Wasser nochmal anders zu behandeln. Ja, Athletik. Athletik, um das wegzugraben. Du würfelst ja sowieso auf alles das Gleiche. Es ist, glaube ich, nicht geschafft. 12 mit THW 5. Habe ich einen Feldpunkt? Habe ich einen Chip? Du hast einen Schicksalspunkt, natürlich. Dann würde ich 17 ja wiederholen. 20. Ja, Mann! Du greifst zu und merkst wohl, wie sich irgendwie das ein Stück öffnet und dann rasiermesserscharfe Reißzähne nach dir beißen. Du bekommst einen Schadenspunkt. Ja, wie reißt irgendwie? Ich lasse vermutlich ein Stück Handschuh da oder so in diesen Zähnen. Nehme dann mein Messer dabei und grab mit dem weiter. Aber das vermute ich dann das nächste Runde. Elgo ist durch, Nessa. Kann ich irgendjemanden am Abtreiben hindern? Weil ansonsten mache ich nichts. Piotr hat ein Problem. Willst du nicht vielleicht mitschaufeln? Oder? Piotr hat ein Problem. Wie das kann ich bewusstlos? Nicht. Ich kann ja nicht an das Vieh ran. Beziehungsweise auf 3 Schritt. Vito hält sich seinen Arm. Sein Speer ist runtergetrieben und der Schmerz verlässt dich auch gerade wieder. Als du siehst, wie dein Speer in den unermesslichen Abgrund nach unten gesogen wird. Bist ja nicht bewusstlos, kampfunfähig zwar, aber jetzt gerade kommst du wieder. Du bist waffenlos. Ja, also du kannst natürlich jetzt helfen, entweder Piotr oder irgendjemand anders, aber ansonsten, Nessa, deine Wahl. Kann ich ein Seil dabei haben und das ihm zuwerfen?
Hast du ein Magierstabseil? Dann ja. Nein. Dann nicht. Werfen ist unter Wasser nicht so, oder? Abtreiben lassen ja, aber ich hatte euch gefragt, ob ihr noch irgendwas kaufen wollt. Ihr seid einfach. Passt schon. Ihr seid einfach noch keine Helden. Unerfahren. Vito, du siehst, wie dein Speer abgetrieben wird. Ja, kann ich denn wieder was tun oder bin ich immer noch schmerzerfüllt? Du bist wieder Kampf da. Ja. Wohnst du wieder auf der 16? Mein Speer schon lange weg? Ja. Oder dein ist da noch Hoffnung? Du, ja, du könntest hinterher tauchen in die unermessliche Tiefe. Vielleicht findest du ihn dort. Das ist eine doofe Idee. Dann, Was sagt er hier? Wenn ihm der Gräten lieb sind, dann taucht kein Fisch mit Verstand hinunter. Ja, dann mache ich jetzt eine Mutprobe. Das ist eine blöde Idee. Ich tauche nicht darunter. Und ich möchte dir helfen, dass beim Ei ausgraben. Würfel mal eine Sinnschärfeprobe, Vito. Ja. Das ist nicht geschafft. Okay. Dann, Boronjev, Boronski. Hattest du schon? Ja. Hast du wollte beim Eiergraben helfen, oder darf er das diese Runde nicht mehr? Ich habe theoretisch diese Runde nur eine Aktion aufgenommen. Eine, du hast den Arm ausgekugelt. Ja, genau. Eine noch. Und würde dann mit der anderen Aktion unter das Ding auch graben, damit ich unter das Ding fassen kann. Hebst du das jetzt einfach hoch, stemmst du das über den Kopf? Sinne Schärfe. Das sehen wir gleich. Sobald ich darunter einen Grip kriege, also das zu fassen kriege. Du siehst, wie in dem goldenen Ei ein Diamant steckt. Der muss noch unermesslich viel mehr wert sein als dieses Gold, von dem Piotr Besitz ergriffen hat. Ein dunkelbrauner Edelstein. Ein Rauchquarz. Mit unglaublich schönem Diamantschliff. Von der Größe eines kleinen Apfels. Sind Rauchquarze nicht ziemlich wertlos? Piotr, ja. 17. Ja, ich würde gern probieren, meinen Zustand wieder zu stabilisieren. Ich weiß wieder, wo oben und unten ist. Ja. Schwimmprobe. Finde ich gut. Zum Glück sind die Wesen geblitzt. Das gelingt. Dann drehst du dich wieder auf die richtige Seite. Du bist zwar immer noch am Rand der unermesslichen Tiefe, aber du hast deine Waffe behalten und wieder handlungsfähig. Ich würde dir noch eine Aktion zugestehen. Ja, dann würde ich angreifen. Angreifen. In seinem Rücken oder? Keine Ahnung. Nee. Also das war eine Doppel-20. Den taktischen Vorteil gebe ich dir nicht. Dann mache ich nochmal einen Angriff. Das war ja keine Doppel-1. Da ist die 7. Er pariert nicht, er ist geblitzt. Das passt. 6. Stichst zu und er kreischt auf. Dein Dolch dringt tief in sein fischartiges Fleisch und dann wird sein Körper schlaff. Nimm dies, du Ungeheuer. Nächste Kampfrunde. Murenkrieger. Einen habe ich noch. Der greift den waffenlosen Vito an. Kann natürlich vorziehen, weil ich auf der 1 bin, aber er würde treffen mit der 2. Für sagenhafte 7 TP. Will jemand vorziehen? 3, 2, ja, 1. Ja, ich darf. Vor. Ja, ich würde. Muss ich hinschwimmen zu dem nächsten, oder? Nö. Dann würde ich den attackieren. Ist in deinem Rücken, also du in seinem Rücken. Minus 5. Minus 5, dann würde ich mir einen Wuchtschlag plus 5 geben, also plus minus 0. Ja. Effort will es nicht. Nein, das Core, ist nicht. Core vielleicht und Corruptorot auch. Ja, dann keiner vorziehen. Dann kommen die 7 TP durch auf Vito. Ja, das ist schlecht. Der ist jetzt wie tot. Ist das eine Vito ist noch sehr am Leben, würde ich sagen. Sehr am Leben. Aber ich wollte den Mordwitz anbringen. Ja, gut, dann sind meine Einser durch, Elgors dran. Ja, ich buddel weiter. Ich habe jetzt mit dir mein Messer zwischen den Zähnen rausgenommen und nehme das als Grabhilfe. Mhm. Ja, Sinnchef. Ich ziehe vor, damit wir in der gleichen Aktion sind und vielleicht auch schon eine Fassung haben, um den da gleichzeitig rauszuheben. Sinnenschärfe, okay.
das... Nö. Nö. Ihr könnt buddeln und buddeln. Wie geht es denn voran? Ihr habt ihn jetzt freigelegt zu... Er war mindestens bis zur Hälfte verbuddelt. Ich würde mal sagen, jetzt habt ihr ihn grob zu zwei Drittel habt ihr ihn ausgebuddelt. Okay. Ist das weit genug, dass wir mit Kraft da jetzt rausziehen könnten? Er ist verwurzelt, ne? Er ist halt wirklich, wirklich stark verwurzelt mit 7 weiteren Armen und Beinen. Wahrscheinlich nicht. Nessa. Was tust du? Den Schild aufrechterhalten und nicht in den Abgrund fallen. Orientierung hast du? Du hast ja wenig gemacht in den letzten Aktionen. Du siehst auch den Rauchquarz. Mhm. Halte ich den für eine Schwachstelle? Also wenn man den rausreißen würde oder so? Er sieht auf alle Fälle magisch geladen aus. Auch ohne einen Odem. Gut, dann rufe ich den anderen zu. Greift doch den Stein, wenn ihr könnt. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Da. Gut, das war deine Aktion. Dann verfällt der Rest der Vito. Ja, ich möchte den Stein greifen, wenn ich den jetzt sehe. Bialan, mein großer Held, einfach alles anfassen. Es ist üble Verleumdung. Ich nehme auch die gleiche Hand, die er nimmt, damit ich auch eine schwarze bekomme. Aber das ist der Trick. Er muss ja zwischenzeitlich wechseln, weil die eine ihm abgefallen ist. So fängst du an. Du greifst zu und spürst Gedanken in deinem Kopf. Dein warmes Blut strebt dem kalten Abgrund entgegen. Dein Herz beginnt wild zu schlagen. Wie schön wäre es, sich einfach in die Tiefe treiben zu lassen. Den Donner des Schlundes. Es klingt, als würde ein Gigant tosende Luft holen, um sich mit neuer Kraft gegen die Ketten zu stemmen. Und dann spürst du den Tridekapoden im Knochensand irrwitzige Tänze aufführen. Zuckende Leibe, die schwarzes Licht und weiße Schatten werfen. Schuppenlose Fischmenschen mit aufgequollenem Fleisch, die auf Muschelinstrumenten groteske Musik spielen. Eine schrille Kakophonie, schleimige Krabbenkrieger, die sich rüsten und mit Speeren aus Krakensilbern die letzte Schlacht aus dem endlosen Schlund nach oben strömen, um in einer wahnwitzigen Parade den Schatten eines Berges zu dir nach oben zu dringen, in den nachtblauen Sand. Und du siehst einen gewaltigen Tentakel, groß wie eine Trireme, geschmückt mit Myriaden ledriger Flossen, Saugnäpfen und glotzende Fischaugen. Überall diese Augen, die dich sehen. Dein Geist zerbricht, als dich das Artefakt von Morodal den großen Yonaho sehen lässt. Du bekommst 1W20 plus 10 Schaden. Okay, ich bin tot. Aber soll ich würfeln oder willst du? Du würfelst, ja, es ist okay. Dein Tod. Es könnte eine 1 sein. Oh mein Gott. Ja! Weißt du was? Ich bin tot. Ich hatte nämlich 9 Leben. Es war egal, was ich... Echt? 9 ja. Leben? Wow. Oh. Und dann würfelst du noch die 1. Dein Geist wird erfasst. Und du treibst einfach mit dem Stein, mit dem Rauchquarz in deiner Hand. Tot. Nunter. Wie in Zeitlupe. Nessa hatte extra aufgepasst. Du wolltest eigentlich nachgreifen, aber du musst gar nicht mehr zugreifen. Du hast, während du den Rauchquarz in der Hand siehst von Vito, weißt du bereits, er ist tot. Und dann verschwindet sein Körper, untergezogen in der Endlosigkeit. Seine Seele und sein Körper bei Charopterot. Und dann löst sich das goldene Ei. Das goldene Ei löst sich, rutscht durch den Bleichsand nach unten. Ihr hattet ihn ausgegraben, rutscht immer tiefer und plötzlich verschwindet auch das goldene Ei in der Klippe. Mein Gold! Willst du hinterher schwimmen? Nein. Oh, voilà, lass mich kurz auf Gold gewürfeln. Gucken wir mal. Der eine schreit Vito hinterher, der andere dem Gold. Ein Muränenkrieger, der noch vor euch ist und der blind mit seinem Speer nach euch sticht.
Du greifst ein letztes Beinchen, ein letztes dämonisches Unholzbeinchen dieser Spinnenwesens, ein Keimling der Goldmorgentarantel und wirst nach unten gezogen. Mein Gold! Das hölzerne Spinnenbein, was nach dir schlägt, das faulende Fleisch der Wurzel, schlingt sich so ein bisschen in der Hand. Du merkst, wie du zugreifst und die Wurzel greift selber zu nach dir. Ein kurzer Stich, dann ist es in deinem Arm. Du merkst, wie die Wurzeln in deinen Blutkreislauf hineinwachsen. Sie nähren dich. Du fühlst dich stark. Du fühlst dich als Teil dieses Dings, dieses Goldes. Es ist dein Gold. Du bist dieses Ding. Und du rutscht weiter runter und runter. Der Tag wird kommen, an dem dein Ruf erschallen wird, wenn sie sich alle versammeln. Und dieses Dröhnen in deinem Kopf. Bahamut. Piotr ist tot. Ihr seid zu dritt. Erfolgreich. Aber ist das heldenhaft gewesen? Nehmen wir zu, dass wir hier wegkommen. Piotr, wie du... Trauer nicht um sie, wir teilen ihren Anteil unter uns auf. Was hat er getan? Mein letztes Kreischen von dem Muränenkrieger, der dann wild um sich sticht, er trifft keinen. Er ist halt immer noch da und versucht sich zu wehren, aber der Blitz, ich finde, war einfach zu stark. Dann gibt es noch einen Tritt von Borniev gegen den Kopf von ihm. Das Wesen trudelt bewusstlos den anderen hinterher.